Geschichten aus dem Dungeon. Heute die Expedition Teil 1. Willkommen zur ersten Leserunde in diesem neuen Jahr. Ich hoffe, ihr habt alle den Jahreswechsel gut überstanden, sodass wir unsere Lesereihe heute mit dem dritten Teil fortsetzen können. Wir schreiben das Jahr 1531. Nun gut, der König ergriff sein Zepter und sprach entschlossen: Ich werde eine Truppe von gut ausgebildeten Soldaten aussenden, um die Katakomben weiter zu untersuchen. Wenn dort dunkle Magie ist, werden wir uns schnell darum kümmern. Die Stimmung im Raum wurde ernst, aber der Hof schien erleichtert. Im Königreich verbreiteten sich Gerüchte über die lebenden Leichen, die in den Katakomben gefunden wurden. Und nach der Tragödie in der Anlage begann sich die Stimmung der Menschen zu verschlechtern. General Dan würde die Expedition anführen, begleitet von Solomon. Der König glaubte, ein Magier aus seiner persönlichen Garde zu schicken, würde die Dorfbewohner besänftigen. Wieder einmal wurde dieses Täuschungsmanöver von den Hofleuten durchschaut. Bei Einbruch der Dunkelheit hatte die Truppe genug Vorräte für eine mindestens fünftägige Reise zusammengetragen, aber nur das Nötigste. Die Gruppe von 50 Soldaten und 3 Magiern würde am Morgen, gleich wenn der Hahn kräht, aufbrechen.